Endlich ein würdiger Nachfolger für den Super Game Boy und Game Boy Player? Originale Game Boy Titel auf modernen Bildschirmen zocken? Ob dem Retro NSQ von Hyperkin das gelingt, erfahrt ihr jetzt. Willkommen bei Gizmomania. Ich bin der Dee, das da unten ist Gizmo. Und heute haben wir was Feines für alle Game Boy Fans unter euch. Mit dem Retro N5 hat Hyperkin ja vor einigen Jahren versucht, sozusagen die eierlegende Wollmilchsau für Liebhaber von Originalmodulen zu schaffen. Die Module von insgesamt 6 verschiedenen Systemen lassen sich darauf abspielen, darunter natürlich auch die vom Game Boy, Game Boy Color und Game Boy Advance. Aber so interessant das Gerät einerseits auch sein mag, ist es mit derzeit 250€ zum einen relativ kostspielig und zum anderen, naja, so richtig doll sieht das Teil auch nicht aus, oder? Oh nein, das machst du bitte nicht. Weg damit. So, besser? Abseits der Originalkombi aus GameCube und Game Boy Player plus HDMI-Adapter war die Retro N5 aber leider eine der wenigen modernen Möglichkeiten, seine alten Originale auf großen, modernen Bildschirmen zu zocken. Im wahrsten Sinne ungünstig, vor allem für die Leute, die keinen Bedarf an den ganzen anderen Slots der Konsole haben und irgendwie auch komisch, da Hyperkin ja für viele andere Einzelsysteme schon Klonkonsolen veröffentlicht hat. Im Frühjahr hat der Hersteller das Flehen der Fans aber endlich erhört und mit der Retro NSQ eine Standalone-Lösung für Game Boy, Game Boy Color und Game Boy Advance herausgebracht. Wie gut das Ganze funktioniert, schauen wir uns nachher an. Los geht's erstmal mit dem Unboxing. Das Retro NSQ gibt's in 2 Farbvarianten, einmal verspielt in türkisblau und der etwas seriöseren schwarz-goldenen Variante, für die wir uns hier entschieden haben. Preislich darf man allerdings auch bei der Retro NSQ kein Schnäppchen erwarten. Offizieller Verkaufpreis in Deutschland sind happige 129€. Ein ziemlich stolzer Preis, wie wir finden, und für den Hyperkin hoffentlich die entsprechende Qualität abliefern kann. Die Verpackung der Konsole ist jedenfalls relativ schlicht gehalten und enthält auf den ersten Blick neben ein paar Bildern lediglich noch Informationen zum Packungsinhalt. Bei genauerer Betrachtung fällt allerdings doch eine Sache auf, und zwar das Stichwort Beta hinter der Kompatibilitätsangabe für Game Boy Advance Titel. Auch am unteren Ende der Frontseite ist zu lesen, dass es sich hierbei lediglich um ein Beta-Feature handelt. Da werden bei einigen von euch vermutlich schon die Alarmglocken läuten, aber wie Beta das GBA-Feature genau ist und ob es sich dabei um einen Dealbreaker handelt, das klären wir nachher noch, also bleibt am besten dran. Beim Packungsinhalt gibt es ansonsten wenig Überraschungen. Enthalten sind die Konsole selbst, der von Hyperkin bekannte Scout-Controller im Super Nintendo-Format, ein HDMI-Kabel und natürlich ein USB-Typ-C-Kabel für die Stromversorgung. Leider legt der Hersteller der Konsole auch diesmal wieder ein USB-Netzteil mit US-Stecker bei. Warum ist uns allerdings persönlich ein Rätsel, schließlich schafft es auch jeder andere Hersteller von günstiger Elektronik marktgerechte Netzteile beizulegen und alles, wofür Hyperkin damit auf dem europäischen Markt ja eigentlich sorgt, ist Elektroschrott. Für den Betrieb könnt ihr zum Glück aber wie immer ein simples USB-Netzteil von eurem Handy oder Smartphone nutzen. Zu guter Letzt bekommt ihr noch eine kleine mehrsprachige Anleitung und in typischer Hyperkin-Manier einen dollen Sticker. Nice! Schauen wir uns die Konsole an. Also, die fühlt sich, wie auch schon der Retro N3 HD, relativ hochwertig an. Hat auch ein angenehmes Gewicht. Das Design finde ich persönlich recht gelungen, also sowohl das Würfelformat als auch die Farbauswahl. Was meinst du, Gizmo? Ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst, aber welche Farben hätten es denn sein sollen? Das Grau-Weiß vom Original-Gameboy, Lila oder Gelb vom Gameboy Color bzw. Advance? Wenn es passend zu den sonstigen Geräten sein soll, die man so auf dem Lowboard rumstehen hat, dann kann man mit Schwarz-Gold wohl nicht allzu viel falsch machen. Aber du hast recht, statt dem türkisblauen Modell hätte ich sicherlich auch lieber eine Variante in den klassischen Gameboy-Farben gesehen. So, die Anschlüsse der Konsole schauen wir uns gleich an, werfen wir erstmal einen Blick auf den Controller. Der passt auf jeden Fall farblich auch schon mal gut zur Konsole. Yep, das habe ich mir gedacht, es ist derselbe Scout-Controller, wie wir ihn auch schon im Test der Retro N3 HD gesehen haben. Heißt, die Haptik ist grundsolide und auch die Buttons haben alle einen angenehmen Druckpunkt. Das D-Pad ist vielleicht ein bisschen laut, oder? Vergleich das mal mit den Buttons. Na, besser zu fest als von Beginn an schon zu matschig. Das wird erfahrungsgemäß mit der Zeit ohnehin so. Also, alles in allem wieder ein gelungenes Gamepad. Weiter geht's mit den technischen Details. Im Gegensatz zur Retro N3 HD handelt es sich bei der SQ um keine Klon, sondern um eine Emulationskonsole. Unter der Haube werkelt ein Rockchip RK3128 ARM SoC mit 4x1,2 GHz, einer Mali 400 MP2 GPU und 256 MB DDR3 RAM.
Wem das jetzt bekannt vorkommt, wundert euch nicht, das ist genau dieselbe Hardware wie auch im Evercade-Handheld, den wir euch ja vor kurzem vorgestellt haben. Für die Emulation von Game Boy, Game Boy Color und Game Boy Advance Spielen sollte die Hardware auf jeden Fall vollkommen ausreichend sein. Auch softwareseitig ändern sich die beiden Geräte, denn beim Retro NSQ kommt als Emulationsumgebung ebenfalls wieder RetroArch auf einem Linux-Unterbau zum Einsatz, wenn auch leider derzeit in der relativ angestaubten Version 1.7.4. Wenigstens verzichtet Hyperkin auf einen internen Speicher, sondern verfrachtet die Software der Konsole auf eine 512 MB große MicroSD-Karte, die der Konsole beiliegt. Damit hat die Community einfach die Möglichkeit, etwaige Firmware-Updates aufzuspielen, von denen dankbarerweise auch schon zwei veröffentlicht wurden. Bei den Anschlüssen gibt's wenig Spannendes. An der Vorderseite findet ihr einen Start- und Reset-Button sowie den USB-Anschluss für den mitgelieferten Scout-Controller. Obenauf befindet sich der Modulschacht für eure Gameboy-Cartridges und auf der Rückseite gibt's neben dem HDMI-Anschluss für Bild und Ton noch den USB-C-Port für die Stromversorgung sowie den Slot für die mitgelieferte MicroSD-Card und einen Schalter, mit dem das Bildformat zwischen 4:3 und 16:9 umgeschaltet werden kann. Ja, das funktioniert so, Gizmo. Sobald ein Modul in die Konsole eingelegt wird, prüft die RetroNSQ beim Starten, ob bereits eine passende ROM-Datei auf der SD-Karte vorhanden ist. Falls nicht, liest die Konsole das Modul aus und erzeugt so vor dem ersten Start des Spiels eben den benötigten ROM-Dump. Ein interessantes Prinzip, das aber auch je nach Spielgröße durchaus eine Weile in Anspruch nehmen kann. Wenn ihr euch übrigens fragt, ob es die Möglichkeit gibt, auch ROMs anderer Systeme auf der RetroNSQ zu zocken, dann rate ich euch zu einem Klick auf den Abo-Button und die Glocke. Dazu findet ihr nämlich auch bald ein Tutorial hier bei Gizmomania. So, schauen wir uns die Konsole in Aktion an. Auf ein Software-Menü oder ähnliches hat Hyperkin bei der RetroNSQ verzichtet. Nach dem Einlegen eines Spielmoduls und Drücken des Power-Buttons geht's also direkt los. Wie eigentlich zu erwarten, gibt's performance-technisch keinerlei Probleme mit Game Boy und Game Boy Color Spielen. Insgesamt 10 Titel haben wir angetestet und alle liefen absolut problemlos. Spannender wird's ja vielleicht mit Game Boy Advance Titeln, den Anfang macht hier Mario Kart Super Circuit. Wie ihr sehen könnt, laufen auch GBA-Titel durchaus angenehm flüssig. Überrascht hat uns, dass sogar Astro Boy einwandfrei performt hat. Als eines der aufwendigeren GBA-Titel sorgt das Game auf schwächeren Emu-Geräten hier und da ja durchaus mal für Ärger. Auf dem RetroNSQ lief es aber absolut problemlos. Allerdings mit einem großen Aber, und dazu kommen wir jetzt. Zeit also fürs Finale. Gizmo, mein genialer Gadget-Sidekick. Eine Bewertung zur RetroNSQ bitte. Endlich eine vernünftige Möglichkeit schaffen zu wollen, Originalmodule für den Game Boy auf großen Bildschirmen zocken zu können, ist natürlich sehr löblich. Wie gut das Ganze mit Klonkonsolen wie der Retro N3 HD funktioniert, haben wir euch ja bereits gezeigt. Und gerne hätten wir Hyperkin auch für die Retro N3 SQ ein besseres Zeugnis ausgestellt. Leider gibt sich die Konsole aber an zu vielen Stellen qualitativ die Blöße. Das geht los mit der suboptimalen Controllerwahl. Bitte nicht falsch verstehen, der Scout-Controller ist technisch zwar völlig in Ordnung,
aber am Ende einfach doch nur die Verwertung eines bestehenden Controller-Designs, das selbst für GBA-Spiele einfach noch zu viele Buttons mitbringt. Der Original Game Boy und Game Boy Color haben jeweils 4 Front-Buttons, der GBA noch 2 zusätzliche Shoulder-Tasten. Der Scout-Controller hat darüber hinaus noch 2 weitere Front-Buttons, die bei der Retro NSQ absolut keinem Zweck dienen, als einfach nur da zu sein. Hätte Hyperkin die Möglichkeit geschaffen, den Controller zu konfigurieren, sähe die Sache vielleicht anders aus. Haben sie aber nicht. Das Retro NSQ bringt leider keinerlei Einstellungsmenü oder ähnliches mit. Falls ihr die Gameboy-typischen B- und A-Buttons also gerne anders gelegt haben wollt, gibt's leider keine offizielle Lösung dafür. Was uns ebenfalls störend aufgefallen ist, war die fehlende Möglichkeit, Farbpaletten für klassische Gameboy-Spiele auszuwählen. Auf dem Super Gameboy war es möglich, klassische Gameboy-Titel in unterschiedlichen Farben darzustellen und sogar eine eigene Farbpalette anzulegen. All das bietet das Retro NSQ nicht. Das ist besonders ärgerlich, weil RetroArch im Unterbau bzw. der verwendete Emulatorkern VBAM all diese Möglichkeiten bieten würde. Hyperkin hätte hierfür lediglich ein simples Menü basteln müssen, mit dem man vereinfachten Zugriff auf diese Optionen hat. Bei 130 Euro Kaufpreis nicht zu viel verlangt. So bleibt euch offenkundig nichts anderes übrig, als die Games mit der voreingestellten Farbpalette zu zocken und wer wollte nicht schon immer Mario Land 2 in tollen Blautönen spielen? Jack. Was? Wie? Oh. Ja, sorry, aber wo du recht hast. Wirklich zum Einschlafen und damit am störendsten waren für uns tatsächlich mit Abstand die super langen Ladezeiten. Was bei Klonkonsolen meist kein Thema ist, plagt dagegen leider viele Emo-Konsolen. So dauerte das Auslesen von Game Boy und Game Boy Color Spielen bereits zwischen 25 und 30 Sekunden. Auch das anschließende Starten liegt mit jeweils knapp 20 Sekunden pro Spiel deutlich über dem Komfort von Originalkonsolen. Das ist natürlich hauptsächlich dem versteckten Hochfahren des Linux-Systems zu verdanken. Ein Standby-Modus für die Konsole, mit dem der Spielstart deutlich schneller ginge, hätte hier aber sicher auch nicht geschadet. Wirklich lächerlich wird's aber dann bei GBA-Titeln. Je nach Spielgröße habt ihr hier Auslesezeiten von über 3 Minuten. Und auch das anschließende Starten der Spiele dauerte jedes Mal bis zu 50 Sekunden. Völlig inakzeptabel. Besonders unangenehm wird das Ganze zudem durch die Tatsache, dass der Speicherplatz, den die ROMs auf der SD-Karte bekommen, lächerlich klein ist. Gerade mal etwa 65 MB ist die entsprechende Partition groß, was für eine Vielzahl von normalen Gameboy-Titeln zwar noch ausreicht, aber bereits nach einer Handvoll GBA-Titeln voll ist. Und was passiert dann? Naja, es werden einfach alte ROM-Dateien gelöscht. Eure Speicherstände bleiben dabei zwar erhalten, aber beim nächsten Einlegen des GBA-Spiels müsst ihr dann eben wieder ewig lange Wartezeiten in Kauf nehmen, bis das Modul erneut gedumpt wurde. Eindeutig am falschen Ende gespart, Hyperkin. Und wenn wir schon bei GBA-Titeln sind, bleibt noch zu erwähnen, dass nach 2 Firmware-Updates inzwischen zwar Seitenverhältnis und Performance stimmen, aber leider noch nicht alle Spiele kompatibel sind. Wir hatten mehrere Crashes und zudem wollte sich eines unserer Lieblingsgames, The Legend of Zelda The Minish Cap, schlichtweg nicht korrekt auslesen lassen. Das Ergebnis war eine fehlerhafte ROM-Datei, die schon im Startmenü hängen blieb. Schade. Ja wirklich, eine Frechheit. Schämt euch, Hyperkin. Zugutehalten können wir der Retro NSQ aber in jedem Fall eine solide Verarbeitungsqualität. Das trifft sowohl auf die Konsole selbst zu, die macht wirklich einen hochwertigen Eindruck, aber auch auf den Controller. Dessen Design mag, auch aufgrund fehlender Config-Möglichkeiten, zwar nicht optimal für Gameboy-Spiele sein, aber immerhin gibt es an der Haptik wirklich kaum was auszusetzen. Beide Geräte geben sich also im Punkt Verarbeitungsqualität keine Blöße. Auch dass man der Konsole nicht nur Support für Gameboy und Gameboy Color-Spiele, sondern eben auch für Gameboy Advance-Spiele spendiert hat, finden wir super. Selbst wenn es hier softwareseitig nach wie vor Probleme gibt, werden bereits die meisten Titel unterstützt und lassen performancetechnisch kaum zu wünschen übrig. Vorausgedacht hat Hyperkin aber in jedem Fall mit der Auslagerung der Software auf ein externes Speichermedium. Denn durch die Nutzung von MicroSD-Karten ist das Aufspielen von Firmware-Updates relativ problemlos. Allerdings sind letztere auch dringend nötig. Es bleibt abzuwarten, welche Fixes und Verbesserungen der Hersteller für seine Konsole noch ausliefern wird. Das letzte Firmware-Update zum Zeitpunkt dieses Videos wurde jedenfalls im Mai 2021 veröffentlicht. Obwohl das Retro NSQ derzeit eine der wenigen Möglichkeiten bietet, überhaupt Gameboy-Originale auf modernen Bildschirmen zu zocken, sollte sich jeder Nutzer gut überlegen, ob die hier vorliegende Ausstattung den hohen Preis von derzeit 130 Euro rechtfertigt. Zwar gibt es für einige der genannten Probleme wie Farbpaletten, Controller-Config und Speicherplatz bereits Lösungen aus der Community, schreibt uns da übrigens gerne in die Kommentare, wenn ihr ein Tutorial dazu sehen wollt, aber zum einen sind all diese Lösungen relativ umständlich und zum anderen eben einfach nicht Teil des offiziellen Angebots von Hyperkin,
weshalb sie für unser Urteil hier auch keine Rolle spielen. Suboptimales Controller-Design, keinerlei Einstellungsmöglichkeiten, durch die Bank deutlich zu lange Ladezeiten und immer noch schwächelnder GBA-Support verhindern daher aktuell leider eine Empfehlung von unserer Seite. Solltet ihr das Gerät allerdings im Sale oder gebraucht ergattern können oder Hyperkin eben benötigte Features per Update nachreichen, dann wäre die Retro NSQ für alle Gameboy-Fans durchaus einen Blick wert. Und wenn ihr noch mehr Original-Games auf modernen TVs zocken wollt, schaut euch gerne unsere Review zur Retro N3 HD an, der 3-in-1-Konsole für NES, SNES und Mega Drive, oder werft einen Blick in unser Video zum Evercade, dem modernen Retro-Handheld für unterwegs mit Games auf echten Modulen. Ansonsten lasst gerne einen Kommentar da, liked und subscribed, wenn euch das Video gefallen hat, und wie immer gilt...